Corona-Gipfel heute im Newsticker. Bund-Länder-Beratungen laufen. Das plant Kanzlerin Merkel. Wie geht es weiter in Lockdown Deutschland? Diese Frage wird am Mittwoch, 03.03.2021, bei einem Bund-Länder-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erörtert. An welchen Punkten die Fronten verhärtet sind und was beschlossen wird, verrät der News über. Ist der Corona-Lockdown in Deutschland bald Geschichte oder bleibt das öffentliche Leben für die nächste Zeit weiterhin auf Eis gelegt? Am Mittwoch, 03.02.2021, beraten die Regierungschefs von Bund und Ländern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Konferenzschalte, wie die weitere Corona-Politik aussehen soll. Corona-Gipfel mit Angela Merkel: Bleiben Lockerungen an niedrige Inzidenz geknüpft? Bisher galt, dass das Infektionsgeschehen möglichst unter 50 oder gar 35 Fälle je 000 Einwohner und Woche gedrückt werden soll, ehe Öffnungsschritte möglich sind. Deutschlandweit steigt diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz wieder leicht, die 50 ist deutlich Lockdown-Ende gefordert. Sachsen-Anhalt will Öffnungsperspektiven seitens der Politik, dennoch pochen mehrere Stimmen auf ein baldiges Ende der Lockdown-Maßnahmen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU, beispielsweise forderte schon im Vorfeld des Corona-Gipfels konkrete Öffnungsperspektiven, nicht zuletzt, weil sich eine gewisse Lockdown-Müdigkeit in Deutschland, dritte Welle wegen Mutationen hat schon begonnen. Ärzte warnen vor Lockerungen, demgegenüber stehen mahnende Stimmen, die aus den zuletzt steigenden Infektionszahlen das Anrollen einer dritten Welle herauslesen und die fortschreitende Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen in Deutschland. Kurzum, die Fronten vor dem Bund-Länder-Gipfel sind verhärtet. Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer stehen vor der Herausforderung, einen Kompromiss für das weitere Vorgehen Deutschlands in der Pandemie zu finden. Alle Informationen, wie Sie die anschließende Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel live im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie wie Corona-Gipfel von Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am 3. März. Alle Entwicklungen im Newsticker. Welche Beschlüsse bei der Besprechung von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder gefasst werden, ob sich Lockdown-Lockerungen abzeichnen oder die Maßnahmen verschärft werden, erfahren Sie begleitend zum Corona-Gipfel am 03. in unserem Newsticker. Plus 3. März 2021. Kreise: Corona-Impfungen spätestens Anfang April empfehlen Praxen. Plus: Bund und Länder wollen die stockende Impfkampagne. Ab Ende März oder spätestens Anfang April sollen Haus- und Fachärzte in vielen Praxen umfassender als bisher ebenfalls gegen Corona impfen können, erfuhr die deutsche Presseagentur am Mittwoch aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus. Bisher wird vor allem in extra aufgebauten Testzentren geimpft, weil die Impfstoffe besonders gelagert werden müssen. Das wird demnächst aber nicht mehr immer nötig sein. Zudem soll der Corona-Impfstoff von AstraZeneca voraussichtlich demnächst für alle Altersgruppen freigegeben. Bislang ist das Mittel nur für 18- bis 64-Jährige zugelassen, da für ältere Studiendaten fehlt. Die Ständige Impfkommission, STIKO, wolle das aufgrund neuer Daten jedoch bald ändern, hieß es. Plus 3. März 2021. Impfungen ab Ende März in Arztpraxen. Plus: Erste Beschlüsse sollen schon durchgesichert sein. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung sollen Menschen auch in Arztpraxen dadurch soll das Impftempo erhöht werden. Außerdem dürfen die Bundesländer flexibler über die Impfreihen für. Plus 3. März 2021. Söder: Impfungen beschleunigen, Haus- und Betriebsärzte einbinden. Plus: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat in den Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine Beschleunigung der Impfungen auch unter Einbeziehung von Ärzten in der Pflicht. Das Motto müsse sein: All you can vaccinate, sagte Söder nach Informationen der deutschen Presseagentur in der Schalte am Mittwochnachmittag. Man müsse aus der starren Impfbürokratie in mehr Flexibilität kommen. Deshalb müsse man so schnell wie irgend möglich alle Ärzte einbeziehen, niedergelassene Hausärzte, Betriebsärzte, Krankenhäuser und dann auch Schulen. Söder bezog sich dabei dem Vernehmen nach zunächst auf den Impfstoff von AstraZeneca, später müsse dies auch für andere Impfstoffe gelten. Plus 3. März 2021. Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie haben begonnen. Plus: Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch ihre Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Dabei soll besprochen werden,
wie es nach dem Ende des zunächst bis zum 7. März befristeten Lockdowns bei der Pandemieeindämmung weitergeht und welche Perspektiven für Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Das ist nicht zuletzt abhängig von den Möglichkeiten, künftig regelmäßig Corona-Schnell- und Selbsttest. Kanzlerin Merkel sagte am Dienstag vor den Abgeordneten ihrer Fraktion eine breite Teststrategie für April, Mai und Juni voraus. Aus einem aktualisierten Beschlussentwurf von Mittwochmorgen für die Gespräche der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin geht hervor, dass auch Lockerungen für Regionen im Gespräch sind, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten. In dem Fall könnte es dann beispielsweise eingeschränkte Öffnungen insbesondere des Einzelhandels mit konkreten Einkaufs. Neben solchen Terminshopping-Angeboten könnten dann unter anderem auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung gehen. Bislang waren nach einem früheren Entwurf Öffnungen in größerem Umfang nur für Regionen in Aussicht gestellt gewesen, in denen die 7-Tage-Inzidenz unter 5 war. Der Beschlussentwurf war dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern vorab was am Ende beschlossen wird, gilt als offen. Über die Details dürfte es bei den Beratungen noch viele Diskussionen geben. Plus 3. März 2021. Bund kündigt Umsicht und Vorsicht bei Öffnungsschritten an. Plus die Bundesregierung will bei den geplanten Lockerungen des Corona-Lockdowns in Deutschland ein vorschnelles Vorgehen. Die Öffnungsschritte seien mit Umsicht und Vorsicht zu begleiten, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch. Die Ministerpräsidenten der Länder wollten bis zum Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, über die Möglichkeiten beraten, Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens trotz vielerorts wieder ansteigender Infektionszahlen zu öffnen. Das, was wir aufmachen, sollte auch offen bleiben können, sagte die Sprecherin. Es ist eine schwierige Aufgabe, da einen guten und verantwortungsvollen Weg für eine sichere und eben auch gerechte Öffnungsstrategie. Die Regierung zeigte Verständnis für weitreichende Öffnungswünsche, warb aber ihrerseits auch um Verständnis für ein Zurückhalten. Der Wunsch nach Lockerungen ist verständlich. Es gebe gute Nachrichten etwa bei der Auslastung der Intensiv, aber wir sehen steigende Zahlen, und die deutlich infektiöseren Virusmutationen bleiben eine große Gefahr, so die Sprecher. Plus 3. März 2021, Lockerungen auch für Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten und Gedenkstätten. Nach dem aktualisierten Entwurf der neuen Corona-Beschlüsse könnte es auch eingeschränkte Öffnungen für Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung plus 3. März 2021. Doch nur noch ein kostenloser Schnelltest pro Woche plus ursprünglich sah der Plan von Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, vor, dass jeder Bürger zweimal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest erhalten. In der aktuellen Beschlussvorlage ist allerdings nur noch von einem Test pro Bürger und Woche die Rede. Plus 3. März 2021. Bericht, Osterbesucher auf der Kippe. Plus wie die Bild am Mittwoch berichtet, sollen die diesjährigen Osterbesuche der Deutschen auf der Kippe stehen. Das soll aus dem aktuellen Beschlusspapier hervorgehen. Und dabei sah es bis gestern Abend noch danach aus, als könnten die Bundesbürger auf eine Sonderregel für die Osterfeiertage, ähnlich wie an Weihnachten. Aktuell jedoch steht dieses Versprechen offenbar auf der Kippe. Plus 3. März 2021. Neuer Entwurf. Lockerungen auch bei Inzidenz bis 100 im Gespräch. Plus vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern sind jetzt auch Lockerungen für Regionen im Gespräch, in denen lediglich eine 7-Tage-Inzidenz von 100 stabil unter. Es könnte dann etwa eingeschränkte Öffnungen insbesondere des Einzelhandels mit festen Einkaufsterminen geben. Das geht aus einem aktualisierten Beschlussentwurf für die Gespräche der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel, CDU, am Mittwochnachmittag hervor. Das Papier trägt die Uhrzeit 7.30 Uhr und liegt der deutschen Presseagentur aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen vor. Das Papier wurde nach deutsche Presseagentur Informationen vom Kanzleramt verschickt, ist dem Vernehmen nach aber noch nicht mit allen Ländern vorab über die einzelnen Öffnungsschritte und wie diese ausgestaltet werden. Darüber dürfte es noch viele Diskussionen. Endgültige Entscheidungen werden erst am Ende des Bund-Länder-Gesprächs. Bislang waren breitere Öffnungen lediglich für Regionen in Aussicht gestellt gewesen, in denen die 7-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Dort sollen dem Entwurf zufolge der Einzelhandel mit einer Beschränkung der Kundenzahl je nach Verkaufsfläche sowie Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten geöffnet werden und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis 10 Personen im Freien erlaubt werden. Nach dem aktualisierten Entwurf könnte es nun also eingeschränkte Öffnungen schon in Regionen geben, in denen lediglich die 100er-Marke unterschritten. Neben Terminshopping-Angeboten könnten dann etwa auch Museen, Galerien,
zoologische und botanische Gärten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung. Ebenso könnte dort Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu 10 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich erlaubt. Die geplanten Regelungen für Unternehmen in der Teststrategie wurden in der neuen Fassung entschärft. So ist nun nicht mehr von einer Verpflichtung für Firmen die Rede, den Präsenzbeschäftigten kostenlosen Schnelltest. Vielmehr werde die Bundesregierung mit der Wirtschaft noch diese Woche abschließen. Am Vorabend hatte es unter anderem zu dieser Frage noch Beratungen Merkels mit Spitzenverbänden der Wirtschaft gibt plus 3. März 2021, vor Corona-Gipfel, keine Änderungen für Schulen und Kitas geplant plus wie die Bild am Mittwoch berichtet, werde es für Schulen und Kitas erstmal keine Änderungen geben. Die Länder sollen lediglich ein Konzept erarbeiten, wie Lehrer, Betreuer und Schüler ein- oder zweimal pro Woche getestet bedeutet, dass Schüler ab Klasse 5 weiterhin zu Hause unterrichtet werden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, 42, SPD, platzte am Dienstag im ARD-Morgenmagazin der Kragen, es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche. Wenn man über Baumärkte, Flugschulen und Hundeschulen diskutiere, sollte man auch die Perspektive von Kindern in den Blick nehmen, polterte die 42 plus 3. Februar 2021. Merkel kündigt stärker regionalisierte Öffnungsstrategie an plus Kanzlerin Angela Merkel, CDU, hat eine stärker an regionalen Entwicklungen orientierte Öffnungsstrategie nach dem monatelangen Corona-Lockdown angekündigt. Die Strategie, die man für die Zukunft entwickle, setze nicht mehr nur auf bundesweite Inzidenzen oder R-Werte, sondern mache auch lokale Unterschiede, sagte Merkel am Dienstag in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion, wie die deutsche Presseagentur von Teilnehmern erfuhr. Vor den Bund-Länder-Beratungen an diesem Mittwoch sagte Merkel, auch sie selbst halte Öffnungen für notwendig. Nach dem sehr langen Lockdown würden Lockerungen sehnlichst gewünscht. Man müsse nun Schritt für Schritt vorankommen. Die Abkehr von bundesweiten Inzidenzen, der neue Infektionszahl pro 100.000 Einwohner und Woche, sowie von einem bundesweiten Reproduktionswert begründete Merkel demnach mit der unterschiedlichen Entwicklung der Pandemie in es sei sehr schwer zu erklären, dass in den etwa 50 Landkreisen, die eine Inzidenz von unter 35 hätten, das gleiche gelte wie in jenen mit einer über 200. Es sei auch nicht zu erklären, dass alle Bundesländer immer gleich behandelt. Man werde mehr regionalisieren, um mehr Freiheit zu ermöglichen. Die Kanzlerin fasste die Strategie nach diesen Informationen mit den Worten zusammen: Impfen, testen, öffnen, vorsichtig sein und auch immer einen Notfallmechanismus haben, der dann wirkt, wenn die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten nicht mehr möglich ist und wir wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Mit diesem Ansatz gehe sie in die Gespräche am Mittwoch. Im Detail wird das sicherlich noch ganz schön kompliziert, wurde mit plus 2. März 2021. Hans-Vorbund-Länder-Konferenz, wir sollten restriktiv bleiben plus der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, hat sich vor der Bund-Länder-Konferenz zum Corona-Lockdown gegen weitreichende Lockerungen aus. Wir sollten restriktiv bleiben, sagte Hans dem Spiegel, Dienstag. Wir sind bereits in der dritten Welle, das ist eine neue Pandemie in der Pandemie. So langsam, wie die Impfkurve steige, müsse man auch die Kurve der Neuinfektionen für mich gilt. Ohne Tests kann man nur das ermöglichen, was absolut notwendig ist. Hans sprach sich dafür aus, dass unter anderem in seinem Bundesland mehr und gezielter geimpft werden soll, weil in der französischen Nachbarregion die südafrikanische Virusmutation stark verbreitet. Wir sollten in jenen deutschen Grenzregionen, in denen es Infektionseinträge aus den Nachbarstaaten gibt, das Impftempo nach oben fahren. Die betroffenen Bundesländer oder Regionen sollten dann mehr Impfstoff vom Bund zugeteilt bekommen. Dort, wo hohe Ausbruchsherde sind, sollten wir mehr und gezielt impfen. Hans wandte sich gegen Forderungen, beim Impfstoff AstraZeneca die Priorisierungsgruppen aufzulösen. AstraZeneca ist hochwirksam. Das Auflösen der Impfreihenfolge könnte zu einem Impfchaos führen. Er würde sich mit AstraZeneca impfen lassen, sagte der 43-Jährige. Ja, das würde aber erst, wenn ich an der Reihe bin. Plus 2. März 2021. Gastronomie und Hotels müssen weiter warten plus weiterhin geduldig bleiben muss die Gast, so besagt die Merkels Öffnungsplan. Erst, wenn Regionen nochmal 14 Tage unter 35 bleiben, dürfen auch die Restaurants öffnen, und nur ihren Außenbereich. Erst dann folgen Theater, Kino und Co. sowie Sport im Innenbereich. Bitter für den Tourismus, über Hotelöffnungen soll laut Beschlussvorlage erst am 24. März gesprochen werden.
plus 2. März 2021. Das dürfen Regionen mit niedriger Inzidenz plus, wie die Bild ebenfalls erfahren haben will, sollen auch Einzelhandel mit einem Kunden pro 20 Quadratmeter, Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten öffnen dürfen, allerdings erst bei einer stabilen 35er Inzidenz. Diese muss zunächst 7 Tage lang halten. Außerdem soll kontaktfreier Sport draußen in kleinen Gruppen, max 10 Personen, möglich sein. Plus 2. März 2021. Diese Ladenöffnungen sind geplant. Plus, wie ebenfalls aus der Beschlussvorlage hervorgehen soll, soll es auch weitere Laden, wie in vielen Ländern schon geschehen, dürfen jetzt überall auch Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenbedingungen, Hygienekonzept und nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Außerdem dürfen Fahrschulen und Flugschulen öffnen, wenn sie Kunden und Personal tagesaktuell tät. Plus 2. März 2021. Bericht, Merkel will Lockdown bis zu den Osterferien verlängern. Plus Bundeskanzlerin Angela Merkel, 66, CDU, will den Corona-Lockdown in Deutschland offenbar bis zu den Osterferien. Das geht aus einer Beschlussvorlage vor dem Gipfel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch hervor über den aktuellen Dieb. Allerdings soll Merkel nicht mehr strikt an der 35er-Inzidenz für Lockerungen festhalten, berichtet das Boulevardblatt. In der Beschlussvorlage steht laut Bild, Bund und Länder wollen nun erproben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren 7-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich. Plus 2. März 2021. Beschlussentwurf vor Corona-Gipfel. Ab Montag sollen Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Plus in einem Beschlussentwurf von Montagabend sind bereits eine Reihe von Maßnahmen, falls die Punkte von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs am Mittwoch so übernommen werden, soll der Lockdown vorerst bis zum 8. März verlängert werden. Doch es soll dem Papier zufolge auch Lockerungen geben. Schon ab 8. März sollen sich wieder mehr Freunde, Verwandten und Bekannten. Demnach sind Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal 5 Personen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Dort, wo die Inzidenz unter 35 oder unter 50 ist, über die Zahl wird noch gestritten, soll die Regel noch stärker, steigt die Inzidenz wieder auf einen bestimmten Wert. Dieser ist im Beschlussentwurf noch nicht genannt. Sollen die Lockerungen zurückfolgen, sinus.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. Locknews.de/deutschepresse